Und in diesem Sinne, boah, recht herzlich willkommen, meine Freunde, hier aus der wunderschönen Weststeiermark. Ich bin wieder mal hier, Treibstoff nachfüllen, beziehungsweise besorgen. Das heißt, ich habe weder Treibstoff für die Motorsense, noch für den Rasenmäher, noch für sonst irgendein anderes treibstoffbetriebenes Gerät hier am Gelände. Ich muss das Ganze natürlich jetzt für den Frühling vorbereiten, für die ersten Arbeiten hier vorbereiten. Ich habe eine Schubkarre, eine Scheibtruhe bei mir im Auto, die ich hier abladen muss. Und in erster Linie ist dieser Vlog tatsächlich dazu da, um die Vlog-Kapazitäten dieser neuen Kamera, der Panasonic Lumix S5 Mark II zu testen. Ich habe ja in den letzten 2,5 Jahren nahezu jedes Video mit der GoPro aufgenommen, weil klein, kompakt, super mobil, toll mitzunehmen. Und ich werde das natürlich auch weiterhin machen. Ja, also je kleiner und leichter das Ganze ist, keine Frage, umso angenehmer. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme mal diesen Riesenbrocken an Systemkamera mit Objektiv, Mikrofon, Gorillapod und so weiter mit. Und wir gucken, beziehungsweise ich möchte sehen, wie das Ganze qualitativ so aussieht. Wir brauchen nicht diskutieren. Das sollte schon was Feines sein. Ja. Ist eigentlich für eher statische Aufnahmen gedacht. Aber ich habe gedacht, hin und wieder kann man ja auch dieses wundervolle Teil hier für den Vlog mitnehmen. Und ich würde sagen, ich mache mal eine kurze Pause und dann räumen wir ein bisschen um, aus, hin und her. So, Sprit ist da, wundervoll. Boah, das ist aber ein wundervoller Raumklang hier drin. Ha? Also, was ich bemerkt habe, ist, dass es relativ unangenehm ist, mit dieser Kamera rumzulaufen, wenn es regnet. Da muss ich dazu sagen, ist die GoPro natürlich wieder wundervoll, weil das ist einfach scheißegal, das Ding nass ist. Das ist wasserdicht bis 10 Meter, ohne Gehäuse, mit Gehäuse sogar bis zu 50 Meter. Aber ja, gut, also ich habe jetzt Sprit besorgt für Motorsense, Rasenmäher und jetzt immer noch, für die Motorsense muss ich noch Mische machen. Mische machen. Das mache ich auch jetzt gleich. So, Chefkoch Viva macht den Cocktail. Die Brühe. Da müssen wir noch mal emulsieren. Oder wie nennt man das?
noch mal einen Tropfen daneben. Da hilft auch Abtropfen nichts. So, Spritmische ist erledigt. Das heißt, für Motor, Sense und Rasenmäher ist die Energieversorgung erledigt. Zumindest für die nächsten, sage ich mal, 2 Monate. Und ja, jetzt noch Schubkarre, / Scheibtruhe aus der Karre holen, aus dem Auto holen. Ich habe nur noch keine Ahnung, wo ich die hingebe. Gerade so viel Platz und doch kein Platz, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich schon ein paar hier. Einmal hier, aber Reifen im Arsch. Neu, ich meine neu. Gut, ist rostig drin. Dann haben wir hier noch eine ältere. Da ist auch Reifen im Arsch. Und da haben wir noch eine. Da ist kein Reifen drauf. Ich habe aber den Reifen. Der ist quasi repariert, aber ich habe diesen Bolzen nicht. Und das ist natürlich scheiße. Aber deshalb habe ich eine quasi neue, das ist die ich in meinem Haus in Graz hatte, aber dort eben nie verwendet habe. Aber jetzt habe ich heute hier den Reifen aufgepumpt, das Ding hierher gebracht. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 dieser Teile hier. Jetzt muss ich nur noch für die richtige Bereifung sorgen. Zumindest eine habe ich, die ist jetzt gut, die funktioniert, und die anderen drei muss ich noch irgendwie im Laufe des Sommers oder im Laufe des Frühjahrs reparieren. Ich habe nur noch keine Ahnung, wo ich das schon wieder hinstelle, Alter. Drauf geschissen. Vorübergehend mal hier hin, ne? So. Hier übrigens, was ihr jetzt vielleicht sehen könnt oder auch nicht, hier haben wir relativ viel Holz, und hier auch vor allem relativ langes Holz. Und dieses lange Holz, da werden wir, ich habe mal in einem meiner letzten Livestreams davon erzählt, wir werden einen ASMR-Kreissägen-Stream machen. Und zwar werde ich mir hier eine Kreissäge hinstellen. Oder hier. Ja. Und dann werde ich das ganze Holz hier schneiden. Und dann werden wir hier vorne ungefähr, so in dem Bereich, werde ich mir Streaming-Setup aufbauen, werde ich die GoPro aufbauen. Wundervoll mit Richtmikrofon, damit man das Schreien der Kreissäge auch wirklich hört. Ich habe ein Haar auf der Linse. Jetzt ist sie beschlagen, jetzt ist sie nicht mehr beschlagen. Damit man das Schreien der Kreissäge richtig hört, und dann gibt es, keine Ahnung, 2-3 Stunden wundervollsten ASMR-Kreissägen-Stream. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Sehr gut. So, Schuhe sind fucking. Die sind fucking nass, Alter. Ich habe natürlich wieder das richtige Schuhwerk für hier heute. Ich meine, ich muss davon ausgehen, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es hier zu regnen beginnt. Das ist. Ja, es ist scheiße. Ich wollte eigentlich auch noch diese wundervollen wie nennen wir das? Maulwürfe, genau. Erdhäufen hier entfernen vor dem Mähen. Ja, schau dir diese riesen Dinger an. Ja. Eben mit der neuen Schubkarre und mit einer Schaufel und diese Erdbewegung, die hier entstanden ist, abzutransportieren. Sonst kann man nämlich nicht mähen, weil sonst macht man sich die Klinge vom Rasenmäher kaputt. Und das wollte ich eigentlich heute machen. What the fuck? Das ist, alle paar Minuten fängt es zu regnen an und es ist schon alles nass, und ich bin completely soaked in meinen Socken. Das ist super ekelhaft. Aber gut,
Das war es auch schon. Das war einerseits ein kleines Update, was hier jetzt so in nächster Zeit so passieren wird. Ein Update mal wieder mit einer etwas größeren Vlog-Kamera. Und in diesem Sinne, meine Freunde, wenn ihr weiterhin diesen Schwachsinn hier auf diesem Kanal erleben wollt, dann gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein weiteres dieser schwachsinnigen Videos verpassen wollt, dann abonniert einfach den Kanal. Und in diesem Sinne bin ich raus. Au revoir.